wird sofort beginnen. Dieser Kampf wird nach den Regeln des Challenge Cups Kategorie Superball ausgetragen. Statuswerte auf einmal. Ein wilder Kampf entsteht. Es sammelt Kraft für seine nächste Attacke. Eine üble Attacke. Eine goldene Breitseite. Ein Pokémon scheint noch fit zu sein. Das andere hingegen erscheint müde. Das Pokémon wird gewechselt. Ring frei für Ultrigalia. Hier kommt der Angriff. Oh, das war schwach. Welche Auswirkung wird dieser Pokémon-Tausch auf den Kampf haben? Die Befehle wurden erteilt. Was wird es tun? Ein kleiner Kratzer. Matschbombe los. Jawohl, ein Treffer. Wow. K.O. Wir warten gespannt auf das nächste Pokémon. Sie sind bereit. Ringfrei für Trihorn. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon ist 3 zu 2. Der Sieger steht noch lange nicht fest. Ah, das ist vor. Es wurde paralysiert. Ah, es generiert einen Delegator. Ein erbitterter Schlagabtausch. Es sammelt Kraft für seine nächste Attacke. Es gräbt ein Loch. Der Kampf wird immer intensiver. Ein gleißender Solarstrahl. Nein, das hat nicht funktioniert. Beide Kämpfer versprühen Funken. Die Kämpfer starren einander an. Ah, es generiert einen Delegator. Ach, es kann sich nicht bewegen. Die Anzahl der verbleibenden KP unterscheidet sich erheblich. Was jetzt? Der Delegator hat den Treffer abgefangen. Es gräbt ein Loch. Ein Pokémon scheint noch fit zu sein. Das andere hingegen erscheint müde. Hier kommt der Angriff. Ups, das ging daneben. Der Delegator hat den Treffer eingesteckt.
Der Delegator ist verbraucht. Die Anzahl der verbleibenden KP unterscheidet sich erheblich. Die Befehle wurden erteilt. Nein, daneben. Es setzt eine Bogenattacke fort. Ein Pokémon scheint noch fit zu sein. Das andere hingegen erscheint müde. Es sammelt Kraft für seine nächste Attacke. Boah, auf die Bretter! Welches Pokémon betritt die Arena? Okay. Das Pokémon verlässt seinen Pokéball. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angeheizt. Dem Surfer zum Gruße! Der Delegator hat den Treffer abgefangen. Oh, der Delegator ist verschwunden. Es gräbt ein Loch. Ein wilder Kampf entsteht. Eine üble Attacke, eine volle Breitseite. Beide Kämpfer versprühen Funken. Oh! Genau auf den Schwachpunkt. Oh, es bricht zusammen. Nur noch ein Pokémon. Das nächste Pokémon ist bereit. Ring frei für Flammen. Es verbleibt nur noch ein Pokémon. Beide tun sich schwer. Sie gehen in Kampfstellung. Das Pokémon wird gewechselt. Ringfrei für Volkoball. Gleitendes Toxin. Den Gegner fortwährend zu schwächen, scheint der Plan zu sein. Welche Auswirkung wird dieser Pokémon-Tausch auf den Kampf haben? Eine böse Attacke! Ein großartiger Treffer! Was ist das? Treffer! Das hat Schaden angerichtet! Der Kampf wird immer intensiver. Die Kämpfer starren einander an. Eine gewaltige Explosion! Jawohl, ein Treffer! Ja, es wurde besiegt! Nicht zu fassen! Beide gehen zu Boden! Das war's! Der Kampf ist vorbei!
Kampf wird sofort beginnen. Dieser Kampf wird nach den Regeln des Challenge Cups Kategorie Superball ausgetragen. Gnadenloser Kampf von Anfang an. Sie sind bereit. Ringfrei für Home Booster. Die Anzahl der verbleibenden Pokémon ist 2-3. Der Kampf ist noch am Anfang. Das Pokémon wird zurückgerufen. Ringfrei für Retango. Die Sonne brennt aggressiv. Wie wird sich dieser Pokémon-Tausch auf den Kampfverlauf auswirken? Die Sonne brennt heiß im Pokémon-Stadion. Wie wäre es damit? Der Schlag hat nur gestreift. Oh, es schreckt zurück. Die Spannung steigt. Was wird es tun? Der Schlag wurde abgewehrt. Und schon ist es los. Mit dem Schwarzen. Beide tun sich schwer. Was ist das? Ein großartiger Treffer! Steinwurf! Eine sehr effektive Attacke! Boah, auf die Bretter! Nur noch ein Pokémon! Links frei für Voltoball! Das letzte Pokémon betrifft die Arena. Die Anzahl der verbleibenden KP unterscheidet sich erheblich. Direkt vom Olymp. Donner! Ups, das ging daneben. Hier kommt der Angriff. Oh, ist das Pokémon für diesen Kampf nicht gewappnet? Die Genauigkeit sinkt. Das Sonnenlicht lässt nach. Da sich die Sonne zurückzieht, ändern sich die Kampfbedingungen. Sie gehen in Kampfstellung. Sieh nur, ein Platzregen setzt ein. Nun, es scheint ihm nichts auszumachen. Die Statuswerte des Gegenübers müssen sehr niedrig sein. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angeheizt. Eine üble Attacke. Jawohl, ein Treffer. Oh, es ist völlig erschöpft! Welches Pokémon kommt als nächstes?
Okay. Das Pokémon erhält eine weitere Chance. Beide tun sich schwer. Die Kämpfer starren einander an. Und schon geht es los. Jawohl, ein Treffer. Wird das ausreichen? Kabum! Das letzte Pokémon wurde besiegt. Das Arsch, der Kampf ist vorbei. Wird sofort beginnen. Dieser Kampf wird nach den Regeln des Challenge Cups Kategorie Superball ausgetragen. Es sieht einen Angriff voraus. Und ab geht's. Genau! Ein erbitterter Schlagabtausch. Sie bereiten sich auf den Kampf vor. Wow, es fliegt hoch empor! Matschbombe los! Ups, das ging daneben. Beide Kämpfer versprühen Funken. Eine starke Attacke. Kaboom! Das war perfekt. Jetzt geht es los. Oh, verflixt. Wieder nicht getroffen. Die vorhergesehene Attacke trifft es. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angeheizt. Oh, es erhebt sich erneut in die Lüfte. Eine böse Attacke. Oh, das schlug fehl. Ein wilder Kampf entsteht. Die Befehle wurden erteilt. Ein Pokémon-Wechsel wird vollzogen. Ringfrei für Flammen. Was wird es tun? Der Angriff war nicht gerade effektiv. Wie wird sich dieser Pokémon-Tausch auf den Kampfverlauf auswirken? Wow! Blitzkanone! Nein, das hat nicht funktioniert! Es benutzt Anzio! Hey, es fühlt sich vom Gegner angezogen! Beide tun sich schwer. Es zieht einen Angriff voraus. Oh, verflixt! Wieder nicht getroffen! Die Spannung steigt.
Es scheint vom anderen Pokémon angezogen zu sein. Wow, es fliegt hoch empor! Der Kampf wird immer intensiver. Hier kommt der Angriff. Ein Treffer auf den wunden Punkt. Der Vergeltungsschlag! Ups, das ging daneben. Das hat nicht ganz geklappt. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angehalten. Oh, es erhebt sich erneut in die Lüfte. Es kann nicht angreifen, wenn es verliebt ist. Ein erbitterter Schlagabtausch. Sie bereiten sich auf den Kampf vor. Es scheint vom anderen Pokémon angezogen zu sein. Wie wäre es damit? Das hat nicht viel genützt. Beide Kämpfer versprühen Funken. Es kann nicht angreifen, wenn es verliebt ist. Es setzt seine Flugattacke fort. Ein wilder Kampf entsteht. Was wird es tun? Oh, das ging vorbei. Was ist das? Nein, das hat nicht funktioniert. Die Spannung steigt. Oh, es erhebt sich erneut in die Lüfte. Es scheint vom anderen Pokémon angezogen zu sein. Beide tun sich schwer. Sie sind bereit. Kommt der Angriff! Der Angriff war nicht gerade effektiv! Jawohl! Ups, das ging daneben! Der Kampf wird immer intensiver! Es kann nicht angreifen, wenn es verliebt ist. Was jetzt? Oh, das war super. Oh, der Initiative wird sinkt. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angeheizt. Was nun? Der Schlag wurde abgewehrt. Der Gegner wird noch weiter geschwächt. Kaskadenattacke! Genau! Dieser Schlag besiegelt sein Ende. Welches Pokémon wird jetzt eingesetzt? Was kommt jetzt? Ringfrei für Ultrigaria. Der Gegner ist schwach mit günstiger Gelegenheit. Die Anzahl der verbleibenden KP unterscheidet sich erheblich. Eine üble Attacke. Jawohl, ein Treffer. Ein Klaps beendet diesen Kampf. Wir warten gespannt auf das nächste Pokémon. Okay. Ringfrei für Kuschela. Auf jeder Seite gibt es noch zwei Pokémon. Beide Teams versprühen Funken. Das Pokémon wird zurückgerufen.
der Angriff. Ein kraftvoller Schlag. Welche Auswirkung wird dieser Pokémon-Tausch auf den Kampf haben? Was jetzt? Der Schlag hat nur gestreift. Spiegel Cave! Treffer! Das hat Schaden angerichtet! Es verwendet eine Goldbeere, um seine KP aufzufüllen. Beide tun sich schwer. Eingeschneit Blizzard! Das hat nur wenig Schaden angerichtet. Oh, es wurde eingefroren! Es steckt in einem Eisblock. Welche Auswirkung wird diese Einfrierung haben? Da, Konfusion! Genau! Oh, oh, es geht zu Boden! Nur noch ein Pokémon! Das Pokémon-Wettritt erneut die Arena. Das letzte Pokémon-Wettritt die Arena. Beide Kämpfer versprühen Funken. Wird das ausreichen? Ups, das ging daneben. Ah, dein Sport. Es wurde paralysiert. Ein erbitterter Schlagabtausch. Es generiert einen Delegator. Wie wäre es damit? Der Delegator hat den Treffer eingesteckt. Oh, der Delegator ist verschwunden. Noch zeigt keiner der beiden Kämpfer Anzeichen von Schwäche. Ah, es generiert einen Delegator. Wird das genügen? Oh, die Attacke ging daneben. Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angeheizt. Wow! Welch verheerende Auswirkung! Ja, es wurde besiegt! Jedem Trainer steht nur noch ein kampffähiges Pokémon zur Verfügung. Das Pokémon betritt die Arena mit einem Streit. Es verbleibt nur noch ein Pokémon. Die Spannung steigt. Sie beäugen sich argwöhnisch. Was ist das? Es wurde paralysiert. Es heilt sich selbst mit einer Antiparalysebeere. Hier kommt der Angriff. Oh, das ging vorbei. Der Kampf wird immer intensiver. Was wird es tun? Nein, das hat nicht funktioniert. Klebriger Fadenschuss. Das hat nicht ganz geklappt. Beide tun sich schwer. Jetzt!
Delegator hat den Treffer abgefangen. Der Delegator ist verbraucht. Ein erbitterter Schlagabtausch. Sie beäugen sich argwöhnisch. Was nun? Ein kleiner Kratzer. Das hat nicht viel gebracht. Wie wäre es damit? Oh, es ist effektiv. Ein wilder Kampf entsteht. Der letzte Schlag? Jawohl, ein Treffer! So endet dieser Kampf. Das